Willkommen zurück hier, liebe Leute, bei Sonic Unleashed in dem wunderschönen China. Ja, es geht wieder weiter hier und heute habe ich Folgendes vor. Ich möchte heute die nächsten Missionen starten. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir überhaupt hier in China waren. Wir sollten ja jetzt... Oder doch, warte mal. Wenn ich mich recht erinnere, mussten wir jetzt die Schlüssel für die Gaia-Tempel finden. Und die waren ja... über die ganze Welt verteilt. Und wenn ich recht erinnere, haben wir sogar schon 2 Stück bekommen. Ich glaube, so war das irgendwie gewesen. Also ich hoffe, das hat jetzt gestimmt. Wenn nicht, dann habe ich alles andere vergessen, was wir in den letzten Parts in diesem Spiel schon gemacht haben. Aber schön, dass ihr wieder da seid. Und ihr seht richtig, ich bin gerade wieder mit dem Werehawk Sonic wieder unterwegs. Weil irgendwie finde ich seine Level irgendwie cooler als die normalen Sonic Games. Sonic Level, nicht Games. Weil die irgendwie cooler gemacht sind. Und ich liebe ja dieses Hin- und Herlaufen ziemlich gut. Und ja, bei den normalen Sonic Games, ja, da kann ich mich nicht so richtig schön auf das Ding konzentrieren. So auf die, auf den Hintergrund, auf die Atmosphäre und so. Und man kann halt nicht viel miterleben. Finde ich halt ein bisschen schade. Das könnt ihr natürlich halt alles, aber ich würde es halt auch gerne irgendwie sehen, so, weil ich bis jetzt sehe ich das alles nur halt in den Parts, die ich halt nachrender. Und das finde ich immer ein bisschen schade, so, weil dann werden wir ja schon noch ein bisschen mehr auf das Game eingehen. Und ja, also eins kann ich euch gleich mal sagen, ich habe letztens wieder ein bisschen Sonic Heroes gespielt für den GameCube. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Sonic Unleashed wirklich 1000-mal besser als Sonic Heroes. Weil irgendwie, ich weiß nicht, Sonic Heroes hat mir so ein bisschen so, ja, die Lust so weggenommen. Also es hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht so. Und hier bei Sonic Unleashed macht es mir alles wesentlich mehr Spaß. Aber es liegt auch, glaube ich, auch daran, wirklich halt an diesen Werehawk-Leveln, die wesentlich cooler sind. Ich bin mal gespannt, ob die noch ein bisschen schwerer werden. Aber bis jetzt finde ich die ziemlich gut. So, hier haben wir sie. Die Dragon Road, Akt 1. Es gibt 10 Sonnenmedaillen und 6 Mondmedaillen. Das ist ziemlich wenig. Aber ich denke mal, dass die wir alle irgendwie wieder finden werden. Was mir aber auch aufgefallen ist, ich muss mich wesentlich mehr umschauen in den Leveln, weil es ist irgendwie so eine Angewohnheit von mir, dass ich irgendwie immer viel zu schnell durchrushe bei den ganzen Leveln. Ah, da ist er schon. Und ich glaube, hier hinten könnte schon irgendwas sein. Jawohl, habe ich doch richtig gesehen. Schon mal eins gefunden. Und ich sag auch ganz ehrlich, mir ist es eigentlich egal, ob ich hier irgendwie durchrushe oder nicht. Also, ich will euch natürlich so viel wie möglich zeigen. Und ich glaube, wenn ich hier einfach nur durchrushe, dann ist das kein richtiges Let's Play. Also ich will hier sowieso ein bisschen jetzt entspannter spielen, weil, ja, mit den ganzen Durchrushen macht einfach keinen Spaß. Und ich muss sowieso auch für mich, habe ich mir auch gesagt, ich muss in Zukunft bei allen Sachen ein bisschen entspannter spielen. Oder auch, entspannter sein. Ja, ich will die ganze Zeit nicht viel Attacke einsetzen. Ich habe ja auch ein paar neue Moves. Hat ja durch meinen Levelaufstieg, den ich immer gemacht habe, habe ich ja auch neue Fähigkeiten bekommen. Und zum Beispiel das hier war, glaube ich, gerade eine neue. Warum greifen die mich gerade so viel an? Was ist das mal, ihr kleinen Mistviecher? Hey, nicht ausweichen. Ist der gerade ausgewichen? Das gibt's doch gar nicht. Die weichen hier einfach aus. Die dürfen nicht ausweichen. Ich krieg voll viel Schaden. Da brauche ich ein bisschen mehr Dings hier, mehr Ringe. Das war's. Er ist tot. Könnte hier schon irgendwas sein? Ja. Schon mal ein paar mehr Ringe. Sehr gut. Das kann ich noch mitnehmen, damit ich meine Leiste noch voll kriege. Ihr wisst ja, der gute Sonic kann ja hier diese Werehawk-Leiste auffüllen und dann ist er wesentlich stärker. Und das muss ich irgendwie auf jeden Fall irgendwann wieder einsetzen, wenn so viele Gegner kommen. Ach ja.
Nee, ich muss auch mal sagen, es tut mir auch leid, dass momentan kein Luigi's Mansion und auch kein Little Nightmares gerade kommen. Das sind ja auch gerade Projekte, die ich ja auch neben Sonic und Alice im Wund, Alice Madness Returns angefangen habe. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, es wird auf jeden Fall bald wieder losgehen. Aber mein Hauptaugenmerk, das würde ich mal sagen, liegt jetzt eigentlich erstmal mehr so ein bisschen auf Sonic. Und halt auch auf die anderen, die jetzt gerade alle so sind. Also die drei, die jetzt jede Woche gerade kommen. Also Sonic, Alice und Vampire. Die werden erstmal ein bisschen länger gehen. Also die werden erstmal, ja, der Hauptfokus halt gelegt erstmal. Obwohl Luigi halt ich auch richtig Bock habe, weil Luigi's Mansion 2 habe ich ja noch nie irgendwie zu Ende gespielt. Es ist ja komplett blind. Was mache ich denn da? Jetzt wollte ich das wieder zumachen. Aufgemacht und dann gesehen, ah nee, danke, zu. Ja, aber wie gesagt, ihr braucht euch da keine Sorgen machen, es wird bald wieder losgehen. Ich denke mal so, wenn alles gut klappt, werde ich das Projekt so, ja, Anfang Oktober wieder halt weitermachen. Da werde ich halt auch wieder mehr Zeit haben, dass ich das alles dann hochladen kann. Weil jetzt momentan ist, ja, auch ein bisschen was anderes gerade bei mir wichtiger, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, das war ein falscher Knopf. Aber auch schon, das muss ich auch mal sagen, habe jetzt auch wieder ein bisschen was privat für mich gespielt. Bin auch gerade dabei, so ein bisschen, Dragon Quest Heroes 2 zu spielen. Dragon Quest Heroes 2 zocke ich gerade nebenbei noch ein bisschen privat. Und es macht übelst viel Spaß. Also es hat echt viel Spaß gemacht. Obwohl natürlich auch wieder halt viel mit rumgelaufen ist, viel grinden. Aber hat schon irgendwie Bock gemacht, so ein bisschen. Ich will ja auch halt viel auch halt so privat noch ein bisschen weiter zocken, weil nur immer halt auch aufnehmen ist halt auch anstrengend. Ist ja ganz klar, was ist das jetzt? Ah, was mache ich mit dem Ding? Was wohl passiert, wenn du diesen Typen in den Fluss werfen würdest? Ich soll ihn in den Fluss werfen? Ja, ja, Chip, das habe ich schon verstanden. Warte mal, ich glaube, ich muss ihn in einen bestimmten Punkt hinwerfen, oder? Kann es sein? Weil da ist jetzt nichts passiert. Vielleicht macht er irgendwas auf oder sowas? Da ist auf jeden Fall noch was. Seht ihr das? Ah, guck mal. Komme ich denn da hin? Ah, da muss ich einfach rüberspringen, oder? Na, wo war der Doppelsprung? Wo war der Doppelsprung? Es gab keinen Doppelsprung. Es gab keinen Doppelsprung. Ich wollte gerade den Doppelsprung machen und er hat schon den Doppelsprung irgendwie drin gehabt. Was denn? Oh, wie fies. Ja, aber ich muss auf jeden Fall meine Stärke noch hoch machen. Ich glaube, Sonic ist noch nicht stark genug, oder? Oder täuscht es bloß? Na gut, die Gegner müssen ja auch schon ein bisschen was aushalten, weil wenn die nicht aushalten würden, dann wäre das Spiel ja auch wirklich viel zu einfach. Boah. Leider, glaube ich, werde ich jetzt diese Szene immer wieder sehen. Und ja, ihr seht, glaube ich, richtig. Ich hatte ja im letzten Part hatte ich wesentlich mehr Leben, glaube ich, gehabt. Das hat sich jetzt auch erledigt, weil ich halt sehr oft nochmal runtergefallen bin. Oh. Ich soll den in den Fluss werfen. Mal gucken. Ah, okay, ich hätte ihn einfach hier hinwerfen müssen, dann sind die ganzen Pflanzen kaputt gegangen. Ah, verstehe. Okay, gut. Aber wie komme ich da hin? Warte, halt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die... Hä, konnte ich die Sprungkraft erhöhen? Nein, nein, nicht, jetzt keine Cutscene. Ja, das habe ich gesehen, Spiel, weil... Boah. Sowas, wow, oh, 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 oh. Sowas hasse ich ja übelst. Wow. Jetzt muss ich ihn hier nochmal drücken, um zurückzukommen. Nur alt.
Das war mir jetzt... Ja, ich wusste jetzt nicht mehr, welchen Knopf ich drücken musste. Das wäre jetzt mir jetzt auch ein bisschen egal gewesen. Ich musste jetzt irgendeinen Knopf drücken, aber ich habe vergessen, was es war. Das passiert halt, wenn man zu viele Pausen dazwischen macht, zwischen den ganzen Aufnahmen. Weil die letzte Aufnahme... die letzte Aufnahme müsste, glaube ich... Warte mal. Wie viel Parts habe ich denn? 10? Ja, vor 4 Wochen. Weil ich nehme ja immer, so auf, dass ich halt für mehrere Wochen halt Parts habe. Und in diesem Fall war das wirklich so, dass ich halt, ja, für 4 Wochen nur genommen habe. Und deswegen ist halt auch der letzte Part 4 Wochen her. Und in dieser Zeit vergesse ich auch eine ganze Menge. Ist ja auch logisch. So, aber jetzt habe ich ja das... Das Ding müsste jetzt eingesammelt sein, oder? Bitte lass es eingesammelt sein, weil nochmal das machen ist scheiße. So. Zack. Ja, das ist eingesammelt. Das ist gut. Ich habe es genauso geworfen wie vorhin, aber trotzdem hat es nicht funktioniert. Okay. Diese Pflanzen. Nein, ich fall ins... Also ich mache das gerade nicht mit Absicht. Ich wollte eigentlich diese Bombe genau ins Wasser werfen. Und ich verkacke es einfach mal, weil ich einfach zu blöd bin. Jawohl, schön. Es macht doch Spaß. Und immer wieder die gleichen Gegner. Wie hieß dieser eine schöne Film? Täglich grüßt das Murmeltier. Und das sind hier Chamäleons. Und die grüßen mich auch jeden Tag. Ah, komm her. Haut der mich einmal... Hallo? Kannst du mal aufhören die ganze Zeit... Was für ein Mistviech einfach. Läuft die ganze Zeit irgendwie hin und her und ich kann nichts machen und sterbe fast. Toll. Suppi. So, zack. So, du herkommen. Und jetzt... werfe ich das auf die Typen. Hä, wie habe ich denn vorhin? Okay, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Und nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr verwirrt. Wie habe ich das vorhin geschafft, alle Gegner zu töten? Und jetzt habe ich genau das gleiche gemacht wie vorhin. Und ich habe nicht alle gekillt. Hä? Okay, das Level macht... Das gefällt mir nicht. Das Level gefällt mir nicht. Viel zu viel Schaden. Na gut, eigentlich soll mich ja die Ringe... Was ist das denn jetzt für die? Komm her, du komische Biene. Ich bin fast tot. Weil ich eine Biene nicht so... Gut, also wir halten mal ganz kurz fest fürs Protokoll. Ich spiele seit 13 Minuten. Seit 13 Minuten geht dieser Part und bin jetzt schon 4-mal gestorben, weil irgend so ein Scheißsprung nicht funktioniert hat, weil so ein Scheißviech auch nicht das gemacht hat, was ich wollte. Mich greift hier ein Viech an und macht übel viel Schaden und ich kriege keine Sachen hier hin. Willst du mich hier eigentlich Rollenspiel? Was soll denn das? So. Danke. Genau so wollte ich es haben. Ah. Weil eine scheiß Biene ich nicht getroffen habe. So. So, jetzt nehme ich das Ding. Ich verstehe es nicht. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich hab genau das gleiche. Ihr habt doch vorhin gesehen. Ich habe das Ding gegen das angegriffen. Und das Spiel sagt einfach, nö, du hast überhaupt nichts gemacht. Ja, jetzt trefft mich die Pollen von diesem Mistviech. Ich reg mich gerade genauso auf wie bei Crash Bandicoot. Das ist nicht gesund. So, komm her. Komm her. So. Jetzt
habe ich wieder ein paar Scheißgegner gefunden, die mir einfach nur auf den Sack gehen. Was ist das jetzt hier? Schaffst du es mit diesem Stab auf die andere Seite? Ja gut, das habe ich schon gemacht, das kenne ich. Das hatten wir im Vorlevel gehabt, dass man sich einfach so rüberschießen kann. Und ich bin immer vor dem Save Point gestorben. Oh, ist das schön. Da macht es doch Spaß. Ey, super lustig. Du bist genau immer kurz vor dem Save Point gestorben. Mann, bist du schlecht. So. Cool, Leben. Geil. Das ist sehr nett von dir. Ich... Wenn... Also mal ganz, ich muss mal ganz kurz was sagen. Ich liebe ja meine Konsolen. Meine Konsolen sind mir sehr, sehr wichtig. Und ich würde die ungerne irgendwie kaputt machen. So, in diesem Moment, der gerade entstanden ist, der schon wieder entstanden ist, obwohl mein Schatten genau auf diesem scheiß verkackten Ding drauf war, will ich ungern diesen Controller gerade in die Ecke werfen. Passt auf, ich springe rauf und... Ich mach's gerade nicht mit Absicht. Ich spiele ganz normal, bin aber, glaube ich, gerade auf 180. Und das ist gerade der Fehler. Das Geile ist, ich krieg immer wieder ein Leben dazu. So. Alter! Was soll denn das? Ich werf gleich wirklich meinen Controller weg, weil ich ausraste. Was ist denn das hier heute? Hallo? Kreistaste. Danke. So, nochmal. So, ich springe jetzt. Also, Leute, es tut mir leid, dass ich in diesem Part hier gerade richtig am Ausrasten bin. Aber das hier nervt... Oh, nee, schon wieder diese Bienen. Diese Bienen gehen mir so auf den Biss. Ja, ich stehe mega weit nah und trotzdem treffe ich. Nein. Ja, das ist gerade meine Laune. Gerade gesehen, wie viel mir dieses... Hallo, ich greife doch. Ich habe gerade nichts gesehen. Ich kriege weder gerade eine Biene noch irgendwas anderes gerade. So. Ich glaube, ich habe meine neuen Hassgegner gefunden. Die nennen sich Bienen oder Hornissen. Ich sage, das sind jetzt hier so Hornissen. Weil Hornissen braucht kein Mensch. Bienen sind wichtig, aber Hornissen nicht. Ach ja, apropos Hornissen. Ich habe mir heute was, das habe ich nicht mir selber gemacht, sondern ich war heute bei meinen Eltern halt unten gewesen. Also, für die, die das wissen wollen, ich wohne ganz oben und meine Eltern wohnen halt in gleichem Haus wie ich. Und da gab es halt Hühnersuppe. Übelst lecker. Wirklich sehr lecker gewesen. Und was sehe ich? Auf einmal ist eine Wespe in meiner Suppe. Ja, die hat meine Mutter irgendwie aus Versehen mitgekommen. Und zum Glück habe ich das noch gesehen. Sonst hätte ich heute eine Wespe gegessen. Lass mich verarschen, ich habe die X-Taste gedrückt. Und der heilt sich auch immer wieder. Ich muss mal auch eine Sache mal sagen. Ich verstehe nicht, welchen Sinn hier die Ringe haben. Warum die Ringe da angezeigt werden, wenn du sowieso eine Lebensleiste hast. Könntest du bitte runterkommen? Ich wollte nicht die Kleinen haben, ich wollte die Lebensleiste haben. Ach man. Ich bin gerade einfach zu auf 180. Stirbt er endlich? Yeah, er ist endlich tot. Schön, dass gerade die Framerate komplett abgekackt hat. So. Und wieder rüber. Und die nächsten Gegner. Jetzt habe ich gerade gepennt. Ich glaub's nicht. Warum ist da auf einmal so eine Stelle und... Ich mach
mach den Part echt gleich zu Ende. So, warum hat das funktioniert so? Warum hat das funktioniert? Oh, ich hab das Spiel gemocht, darf ich das mal sagen? Ich hab's wirklich gemocht. Das war ein cooles Spiel. Hat übelst Spaß gemacht. Aber heute macht's irgendwie keinen Spaß. Es gibt auch manche Tage, wo du eigentlich nicht zocken darfst. Weil du so eine Scheiße die ganze Zeit hast. So. Und, ja, natürlich. So ein kleines Wubbelbuschelviech, das kann mich angreifen. So. So, jetzt kommen wir wieder zu der geilsten Stelle, nämlich der hier. Ich hab die Kreistaste gedrückt, verdammt normal. So, jetzt darf ich wieder das einsetzen. Ich dachte, ich bin super Werhawk Sonic hier, aber nein, bin ich nicht. Wieso kannst du das abwehren? Ist ja genauso wie bei Tekken, wo einer auch die ganze Zeit nur abwehrt. Ich hätte vorhin auch kein Tekken spielen dürfen. Ja, Tekken habe ich vorhin auch gespielt. War übelst cool. Aber der kann doch nicht die ganze Zeit abwehren. Wirklich, der wehrt die ganze Zeit ab. Und du kannst nichts machen. Jetzt ist wieder der Typ da oben. So, komm her. So, ich drücke Kreis. Und es dauert Ewigkeiten, bis irgendwas passiert. So. Guckt euch mal mein Leben an wieder. Eigentlich mag ich das Land China, aber hier bei Sonic? Nein. So. Und ich wette, dieser schneeste Scheiß tolle. So. Alter! Diese verwichsten Hexmeister, dass die anderen immer stärker werden. Ja, komm her, du scheiß Hexmeister. So. Ja, jetzt ist der down. Und ich bin fast schon wieder tot. So, danke. Tot. Alle tot. Alle weg. Ja. Supi, das war jetzt gerade schön. Oh, Leben. Ich liebe Leben. Ich hatte mal sehr viele. Oh Leute, guckt mal, unsere alten lieben Freunde. Ich habe ihn gerade angegriffen und der auf einmal überlebt das alles. Wie kann das sein? Ich greife ihn an und der. Ich bin ein Hexenmeister. Ich kann nicht angegriffen werden. Nein, das passiert nicht. Nein, 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 nein. So. Habt ihr gesehen? Ich habe ihn angegriffen. Und das Spiel sagt einfach: Nö, du hast ihn nicht angegriffen. Du hast daneben geschossen. Mann! Ich greife sie an und treffe sie auch und das Spiel sagt einfach, nö, du triffst sie in diesem Moment nicht. Warum nicht? Ich treffe sie. So, ich merke auch gerade, der Part ist gleich vorbei. Aber ich sag euch eins. Ich werde dieses. Und ich muss dieses Level ja machen, um irgendwann mal weiterzukommen. Und guckt euch das an. Ich greife den Gegner an. Ich bin bei ihm und hau ihm in die Fresse. Und das. Alter, ich hab X gedrückt, Mann! So. Und der. Guck das an! Ich haue ihm volle Kanne in die Fresse und das Spiel sagt einfach: Nein, du haust ihn nicht. Warum haue ich ihn nicht? Was soll die Kacke hier eigentlich? Mann, ich reg mich gerade nur auf. Das geht mir gerade richtig auf den Piss. So. Hallo, ich drücke die Taste. So, seid ihr dann tot? Ich will was zum Heilen. Ich will was zum Heilen haben.
So. So eine Passagen hasse ich wie die Pest. Aber sowas von. So. Also Leute, ich würde sagen, es tut mir leid, dass ich in diesem Part so ausgerastet bin. Es ist einfach nur scheiße hier. Diese Passagen sind zum Kotzen. Dieses Level ist das schlimmste Level, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es nervt einfach nur. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Dabeisein und ciao, ciao. Bleibt gesund und bis zum nächsten Part. Tschüss.